Herzlich willkommen zu unserem zweiten Konzert, Querflöte trifft Klavier. Wir freuen uns, dass so viele gekommen sind. Ja, und wir freuen uns natürlich auch ziemlich doll. Wir haben es schon gesehen, wir sind das Team von dem offenen Kanal. Und ja, die werden dieses Konzert heute filmisch festhalten. Das eben das Stück war Rush Hour und jetzt spielen wir das Stück And When I See You. Und jetzt kommen Feelings. Thank you.
Jetzt spielen wir ein Stück, das ist eigentlich für vierhändiges Klavier, aber wir dachten, das geht auch so. Jetzt kommt ein etwas längeres Stück, Sur le Fil. Das kennen Sie vielleicht auch aus dem Film Die fabelhafte Welt der Amelie.
kommt Conatus. Das ist lateinisch und heißt so viel wie Versuch. Und das hat Lotta halt selbst komponiert. Jetzt kommt Cantaro.
jetzt kommt Gabriela Sang. Nach diesem Stück machen wir eine ganz kurze Pause, 2 Minuten, wegen technischen Gründen. Ich sag an. Was? Ich sag an, du kannst also spielen. Ja. Jetzt kommt Tine de Trélaprès-Midi. Das Stück ist auch aus dem Film von der fabelhaften Welt der Amélie. Thank you.
Kucke Hub. Das heißt, also es ist eher ein fröhliches Stück und es heißt so viel wie außer sich vor Glück. Jetzt kommt noch eine Eigenkomposition von Lotta, Selfmade Dreams. Thank you.
Jetzt kommt Cher Volant. Das ist ein Stück auch aus dem Film Die Kinder des Monsieur Mathieu. Ja, jetzt kommt ein Stück von mir und zwar ist das auch für Querflöte und da habe ich, also als ich das gemacht habe, habe ich leider nicht so an Paula gedacht und habe es deshalb ein bisschen schwer gemacht, glaube ich, aber also Paula macht das ganz gut. Aber ich habe halt nicht bedacht, wo man jetzt am besten Luft holen könnte oder halt die Sachen, die eigentlich wichtig gewesen wären. Aber ja, wir kriegen das hin. Thank you.
Jetzt kommt Afterglow. Jetzt kommen wir zu unserem vorletzten Stück, He's a Pirate. Thank you.
dies ist nun unser letztes Stück und das ist etwas schneller. Also Roadrunner. Vielen Dank. Wir hoffen, dass euch unser Konzert gefallen hat. Und wir danken ganz lieb Michael Müller, der uns unterstützt hat. Er hat uns auch gerade die Rosen gebracht. Und Ulrike Dehning, dem Kirchenvorstand. Und ja, natürlich auch unseren Eltern. Ja, wir würden uns natürlich über Spenden ganz doll freuen. Und diesmal geht auch ein Teil der Spende an die Bobsweder Orgel. Ja, wir haben da hinten noch ein paar Getränke. ein paar Getränke hingestellt und wer noch bleiben will, also gerne. Dann spielen wir noch mal eben das erste.